Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück auf Ravenport. Ich bin wieder der Shorty aus der Test Area. In den letzten Folgen ist viel passiert, viel Quälerei, langsame Schritte, Ideen, Überlegungen, aber wir haben festgestellt in der letzten Folge, wir haben jetzt den Punkt geknackt mit der Quälerei, es ist vorbei. Jetzt verdienen wir richtiges Geld, um große Sprünge zu machen. Aber Geld verdienen geht natürlich nicht ohne Arbeit. Der aktuelle Kontostand sind 170.796. Wir haben uns zuletzt damit beschäftigt, mit unserem neuen Mod, dem Silagezentrum, wie auch immer, der Silagestation, aus Gras Silage herzustellen für das schnelle Geld. Ja, dazu werde ich euch dann gleich noch was zeigen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier ein bisschen wieder mit der Arbeit anfangen. Wir müssen ja weitermachen, immer weiter, weiter, weiter. So, den brauche ich jetzt auch. Na, den lasse ich noch stehen. Der braucht da nicht mit laufendem Motor und so. Der ist wichtig hier. Ja, die Felder stehen wieder. Das Gras ist gewachsen. Wir können wieder ernten und mähen und säen. Nur wie gesagt, gleich mit dem Gras. Da ist, da hatte ich wieder so eine Eingebung. Da bin ich halt mit dem noch nicht zufrieden. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich. So, den bringen wir erstmal hier in Stellung. Den nehme ich erstmal wieder als Abfahrer. Da seht ihr sie schon, ne? Die neue Seemaschine. Haha. Ja. Die habe ich mir gegönnt. Tat gut. Freue mich schon drauf, die in Action zu sehen. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen warten mit. Kombinierter Modus. Feld 1. So. Das. Das. Drescher erkennen auf Feld 1. Naheliegender Wegpunkt. Jawohl. Geh mal hier schön in Wartestellung. Und dann kann ich dich nämlich hier jetzt schon fertig machen. Kein Kurs geladen. Das ist prima. Feld 1, 2 mal 13,5 Meter. Erster Wegpunkt. Jawohl. Feldarbeit. Du bist der erst rechts. Halt. Jawohl. Fahrzeugverband ist aktiv. Jetzt. Wunderbar. Du stehst hier unten auf Feld 4. Du wartest noch. Du bist auch gleich dran. Erst den anderen Drescher. So. Wunderbar. Okay, wir laden den Kurs auch hier, ne? Zweimal 13,5 Meter Feldarbeit. Du bist der erste links. Fahrzeugverband ist auch aktiv. Nächst passender naheliegender erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. So, das läuft. Du nicht, du nicht. Du fährst, du wartest, du wartest, du bist dran. Ja, jetzt sind wir unten an der Silagestation bei den Grasfeldern. Bevor wir jetzt hier anfangen mit Grasmähen, müssen wir natürlich Platz schaffen in der Silagestation. Und da möchte ich euch jetzt was zeigen. Das Gras ist wieder schön gewachsen. Prima. Prima. Ich fahre mal hier drunter. So. Das sollte so passen. Ja. Gras ist leer. Natürlich. Es ist alles fermentiert. Häckselgut, alles fermentiert. Silage.
204.591 Liter Silage, die wir jetzt direkt verkaufen können. Aber da passen 500.000 Liter rein. Das heißt, da ist noch Platz. Wir könnten noch mehr Gras gebrauchen, was da reinpasst. Und ich lasse den schon mal volllaufen. Daher habe ich mir gedacht, wir haben die drei kleinen, wir haben die 23 schön vergrößert. Habe ich mir gedacht, auch wenn hier viel Umland noch mit bei ist, aber hier in der Nähe, das Feld Nummer 19. So, hier, da ist viel Umland bei, aber wir gewinnen hier unten auch wieder ein bisschen Bauland dazu, falls wir noch Platz brauchen und. Aber das Feld Nummer 19, da auch nochmal mit Gras ranzugehen, das ist so meine Vorstellung. 210.182 kostet das Feld. Wir haben aber nur 170.000, das ändert sich gleich. Das möchte ich auf jeden Fall hier noch in Angriff nehmen. Feld 19, auch Gras drauf, dass wir hier unten mit Grassilage schon mal für das schnelle Geld gut versorgt sind, weil 200.000 und Liter ist ein bisschen wenig. Da haben wir die Kapazität nicht ausgeschöpft. Dieses Mod, dieses Silagezentrum werden wir nochmal bauen für Häckselgut später, weil wir wollen ja auch hier mit Mais. So, du kriegst die Tour zur Scheune. Beladen am Startpunkt. Häckselgut, Stroh, Gras, Heu, Silage. Und dann kannst du mir hier schon mal die ganze Silage bitte verkaufen. So, Anzahl Durchfahrten ist deaktiviert. Das heißt, er fährt wohl so lange, wie er fahren muss und was kriegt. So, Abfahrer einstellen. Das läuft schon mal hier. Wir hauen jetzt erstmal die ganze Silage raus. In die Scheune. Das bringt gutes, schnelles Geld. Ja, wie man sieht, er schleicht vor sich hin. Ich werde jetzt mal den Tempomaten mit der Taste 2 hochstellen. Da muss man drauf achten. Hier im Moment irgendwie, ich weiß nicht, was das soll, aber es ist, wie es ist. Den Kurs hatte ich offscreen nochmal neu eingefahren. Ihr erinnert euch, als ich ihn das erste Mal eingefahren habe, hielt er an und es kam die Meldung, steckt im Verkehr fest. Da hat er die parkenden Autos auf dem Hof der Scheune erkannt als Fahrzeuge und ist einfach stehen geblieben. Da musste ich mir halt was einfallen lassen. Also den Kurs nochmal neu einfahren. Und ich habe einfach mal gesagt, komm, fahr doch mal andersrum. Vielleicht machst du dann, was du sollst. Und es hat funktioniert. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz. Ja. Er ist 40,3 Tonnen schwer. Da tut sich der Traktor mit 400 PS auch nicht unbedingt leicht mit, aber es funktioniert. So, jetzt kommt die Kurve. Ziemlich knapp. Aber er zieht den Anhänger über den Trigger drüber, so wie wir es brauchen. Hält an und lädt ab. Puh, hat doch geklappt. So viel zur Automatisierung. Was kriegen wir für eine Anhängerladung? Mal gucken. Ja. Bing. 21.803. Immerhin. Ne? Da kann man also mal eben für Gras mähen quasi. Das ist schon in Ordnung. So, den lassen wir mal fahren, dass er uns die Silage verkauft. Wir gucken mal, was hier los ist. Mit dem Raps. Die Drescher dreschen. Der Abfahrer arbeitet auch, so wie es soll. Wunderbar. So, wir gucken da jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit zu. Ich werde jetzt einen kleinen Cut machen. Und sobald was zu tun ist, ändern wir die Geschichte wieder. Ich habe da ja, ne, habe ich euch ja gerade gezeigt, noch ein bisschen was vor zur Ergänzung. Läuft, läuft, läuft. Ja, also erstmal ein kleiner Cut.
Und dann bis gleich. So, die Senasestation ist leer. 249.304 ist der Kontostand. Etwa jetzt nicht die Welt. Ne? Rechnen wir mal um. 30, 50, 80.000. 80.000 Euro haben wir ungefähr verdient mit der Silage. Wenn ich das jetzt richtig. Ja, doch. So ungefähr. Kommt hin. Aber ich denke, da geht noch was. Da geht noch was. Ich werde jetzt hier den schon mal setzen, dass der mir hier wieder anfängt mit dem Grasmähen. Ja. Und dann tun wir, was wir tun müssen. Oder was ich mir gedacht habe, was wir tun müssen. Ja. Ich setze den aufs Feld. Halt. Erstmal gucken. Das ist das Feld 24. Genau. Grasmähen 8,4 Meter. Hier auf Feldarbeit. Erster Weckung. Der ist da. Gut. So. Abfahrer einstellen. Ich habe Crosby heute wieder aktualisiert. Das hatte ja gestern so seine Macken, aber irgendwie 6.01 00209. Schauen wir. Bis jetzt funktioniert das mit Crossplay. So, der mäht. Also, Feld 19 nehmen wir dazu für Gras. Wir haben hier natürlich noch Bäume und so. Das könnte später mal vielleicht irgendwann doch noch sein, dass wir damit in Richtung Forst gehen mit Bäume fällen. Ich weiß noch nicht. Warten wir es ab. Ich muss mal kurz auf der Map gucken. Ja. Wunderbar. Hier läuft das auch. Das funktioniert alles. Da ist er. Natürlich gebe ich mich jetzt nicht damit zufrieden, das Feld Nummer 19 nur zu benutzen. Wenn, dann möchten wir das Feld Nummer 19 ja auch von der zur Verfügung stehenden Fläche optimieren, damit sich das auch richtig lohnt. Deshalb habe ich unseren Fendt oben vom Hof schon mal runtergeschickt zur Silagestation mit dem Grubber. Denn, wenn schon, denn schon. Wir werden um das Feld 19 auch gucken, dass wir einen möglichst sinnvollen Feldrandkurs erstellen. Mit dem Grubber und der Landerstellungsfunktion möchte ich da pack den mal hier aus dem Weg. Möchte ich da versuchen, die zur Verfügung stehende Fläche für uns zu optimieren. Ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Kursaufzeichnung beginnen. So, fahren wir mal. Glücklicherweise ist das Feld leer. Hier am Baum, das ist knappig. Ja, jetzt könnte ich hier ein bisschen ausreißen. Aber, obwohl. Ja doch, Moment. Stopp. Löschen. Ich bin ja nicht so. Wenn wir hier schon mal dran sind, ne? Ich fange mal hier an, wo es sich lohnt. Wo ich auch was sehe. Warum nicht? Was wir haben, haben wir. Ja, mit den Bäumen muss ich sagen, den könnte man sicherlich erst fällen und den Stumpf entfernen, aber ihr wisst, dafür braucht man ja erst wieder Equipment. Also das lassen wir den Baum mal so schön malerisch stehen, wie er steht. Ja. Fahren wir das Ganze ein bisschen großzügiger. Alles wollte ich jetzt nicht mit reinnehmen, weil ein bisschen Platz soll ja bleiben, dass wir nicht immer über den Acker fahren beim Rangieren.
So. Das ist schon von der Fläche her haben wir hier schon ein wenig Land zu gewinnen. Das ist steil hier. Ich hoffe, da gibt es keine Schwierigkeiten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nicht. So, schön großzügig. Was wir haben, haben wir. Alles unsers. Ja. Jetzt nicht den Weg kaputt machen mit dem Fell. So. So. Nicht in den Baum fahren. Okay. Stopp. Wir speichern das. Feld 19, Feldrandkurs. Ja, den brauchen wir jetzt nur am Anfang. Später, wenn wir die Landerstellung jetzt abgeschlossen haben und da dann das neu gewonnene Land ansehen, nachdem wir dann das Spiel beenden und wenn wir dann den Spielstand nochmal neu laden, wird ja zu Beginn immer angezeigt, was Cosplay die Felder scannt. Nach dem Ansehen ist dann auch die Erweiterung von dem Feld von Cosplay gescannt und erkannt worden. So. Kursgenerierung aus aktuellem Kurs, Startposition aktuell, Startrichtung automatisch. Das, 18,2 Meter. Ich hätte gerne auch ein Vorgewende, na klar. Ich lasse mal ein Vorgewende und dann gucke ich mal, wie es reicht. Gegen den Uhrzeigersinn, Vorgewende beginnen. Weich ist in Ordnung, generiere Feldkurs. Jawohl, geht ja bekanntlich zügig. So. Das speichere ich mal. Feld 19. Grubern. Und ja, jetzt gucken wir doch mal, was passiert. Das sollte ja eigentlich klappen. Mag den jetzt mal so in Position stellen, dass er mir hier keine unnötigen Schäden anrichtet. Ja. Okay. So, das ist eingestellt. Das Dropdown-Menü. Felder erstellen zulassen. Drücke ich einmal auf Z. Jetzt ist es aktiviert. Wunderbar. Und Abfahrer einstellen. Ich muss jetzt nicht das ganze Feld gobern. Eigentlich muss ich ihm jetzt nur laufen lassen, dass er das Vorgewende macht. Und den neuen Feldrand grubbert. Und das sieht gut aus. Da kommen wir auch nicht zu nah an den Baum ran. Das ist gut. Das ist gut. Ich denke mal, ein Vorgewende war in Ordnung. Solange der Grubber noch das Feld mit einschließt, jetzt hier im Vorgewende. Reicht mir das? Dann brauchen wir ihn nämlich nur schön sauber das Vorgewende fahren lassen. Und dann passt das. Ja, jetzt quält der Fendt sich ein bisschen, obwohl er so viel PS hat, ja. Aber das ist in Ordnung. Ah. Ah, habt ihr gesehen? Da ist der Gruber weggerutscht. Da ist eine kleine Ecke drin. Ach, nee. Das soll nicht stören. Also mich nicht. Ich hoffe, sie stört euch auch nicht. Könnte die jetzt von Hand nacharbeiten, aber ich lasse die Ecke mal drin. Jetzt tu mir bitte nur den Gefallen. Ja, sieht gut aus. Er bleibt auf dem Feld. Ja, dass der Grubber da so wegdriftet, ne, das ist das ist jetzt nicht so günstig gewesen, aber hey,
War nur eine kleine Ecke. Die lasse ich so. So, jetzt ziehe hier schön sauber rum. Prima. Damit hat sich das. Das reicht schon. Abfahrer entlassen. Können den Grubber zuklappen. Prima. Okay. Ich stelle den erstmal hier unten hin. Den Grubber. Den jetzt hochfahren will ich nicht, denn wir müssen hier unten weitermachen. Ja. Ich hatte die Sämaschine in der Zwischenzeit schon hier runtergeholt. In weiser Voraussicht. Oder halt geplant. Ich habe die auch schon umgeschaltet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Gras. Jawohl. So. Kein Kurs geladen. Wir brauchen, mach mal zu hier, den Feldrandkurs 9 aus dem Feld 19. Dann müssen wir düngen und säen. Gras habe ich eingestellt. Da müssen wir leider den Kurs auch erstmal wieder generieren. Aktuelle Fahrzeugposition automatisch deaktiviert. Fahrzeug auf selben Kurs 1. 15 Meter rundherum. Vorgewendebahn 1. Gegen den Uhrzeigersinn ist in Ordnung. Weich. Beim Ansehen habe ich gefühlt das Bedürfnis, es auf scharf zu stellen. Mache ich einfach mal. So. Generieren. Upp, das ging auch ganz schnell. Speichern. Feld 19 ansehen. So, die lösche ich sowieso wieder, die Kurse. Die brauche ich ja jetzt nur eben hier, um das Feld überhaupt ready zu machen. So, erster Wegpunkt. Zack, 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 zack. Düngen und Säen ist eingestellt. Abfahrer einstellen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er denn mit der Sämaschine zurechtkommt an dem Feldrand. Was war das nochmal? Die fährt 18 km/h. 15 Meter Arbeitsbreite. Wir gucken. So. Sieht gut aus. Aber die hoppelt, ne? Da gesehen, am Rand so. Der Arm hoppelt hoch und runter. Jetzt kommt die markante Stelle. Da ist wohl irgendwas gewesen, wo der Grubber gedriftet ist, aber die Sämaschine geht drüber. Sehr schön. Wenn die jetzt am Hang auch bleibt, wo sie ist und nicht runterrutscht, bin ich völlig zufrieden. Sieht gut aus. Die bleibt schön am Rand. Ich hatte ja scharfe Ecken eingestellt. Na, die arbeitet schön am Rand. Die driftet nicht vom Hang runter. Das ist gut. Hier denn? Nee. Hat sie auch gut gemacht. Da sprangen sie wieder. Also da sind so Hügelchen drin, ne? Schade. Das da auch wieder. Hat sie abgehoben. Interessant, interessant. So, hier schließt sich dann der erste Kreis. Wunderbar, eigentlich. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt kommen die normalen Bahnen. Ja, ich lasse dir mal hier arbeiten, weil. Oh, du bist fertig. Und du bist auch leer. Okay. Abfahrer entlassen. Ich fahre dich mal beiseite. Die brauche ich heute nicht mehr. Ja, also Feld 19 haben wir
dazu bekommen. Und ich hoffe, dass die Grasmenge, die wir dann da später ernten werden oder gemähen werden, wunderbar ergänzend die Silagestation so befüllen, dass es sich richtig lohnt. Ja. Hey. Keule. So nicht. So nicht. Bleib mal hier stehen. Wo ist denn der andere? Ach, der ist noch fleißig am Grasmähen hier. Er ist fertig. Ja, das sieht ja interessant aus. Wo wolltest du denn hin? Also das ist mal Glück. Wäre der mir da runtergefahren, ja. Wie hätte man den dann da wieder weggekriegt, frage ich mich. Ja, vielen lieben Dank, Cosplay. Manchmal, ne? Leute, manchmal. Man muss es nicht verstehen. Gut, dass ich geguckt habe. Also der ist hier, statt am Feld zu wenden, zum Startpunkt zurückgefahren. Ist er vom Acker runter. Und er hätte ihn fast an den Klippen versenkt. Das ist nicht schön. Der hätte da auch im Wasser verschwinden können. Dann hätten wir den Drescher mit dem Raps drin zurücksetzen müssen. Und ich glaube, dass wir dann das Raps los gewesen wären. Nicht schön. Nicht schön. Gut, fahren wir den eben schnell von Hand zurück. Ja, 42 km/h ist jetzt nicht die Welt, aber boah, wenn man bedenkt, was das für ein Ungetüm ist, ist das schon in Ordnung. So, ne, wie beim Fahrradfahren, beim Abbiegen den Arm raus, um den Richtungswechsel anzuhängen. Nein, war nur Spaß. Also natürlich nicht. Wir haben ja hier Blinker und so. Machen wir den auch mal eben leer. So. Ja, diese Folge nicht mehr. Ne? Also hier ansehen, Raps und so. Schwerpunkt war das neue Feld 19. Da der Kontostand sich noch verringert, weiß ich, dass der noch am Gras sehen ist. Stell den mal hier rüber, bevor wir die nämlich losschicken. Ihr wisst es aus den letzten Malen, machen wir hier die Reparatur- und Wartungsarbeiten. So, was ist mit dir? Du sagst mir, du bist fertig. Gut. Ich will mal hier am Feld ein bisschen spazieren fahren, um zu gucken. Und was sieht in der Tat so aus? Als wenn der hier saubere Arbeit gemacht hat beim Ansehen. Bis jetzt kann ich hier keine Lücken erkennen. Nein, hier auch nicht. Da. Da, Peter. Hier. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Ob er da vielleicht. Ja, tatsächlich. Mit dem Giants Helfer. Mit dem Original. Mal gucken, ob er das Loch ganz zukriegt. Auf jeden Fall hat das erkannt. Muss ja nicht sein, ne? Ein Löchskin auf dem Fell. Okay. Helfer raus. Fahren wir mal vor ein Stück. Passt. Die Sämaschine werde ich gleich hier unten lassen. Die nehme ich gar nicht erst wieder mit hoch. Die müssen wir nur später ordentlich verräumen. Weil oben am Hof brauchen wir die kleine Amazon-Alleskönner Super Freaky Sämaschine nicht. Aber den Grubber, den bringen wir wieder nach oben. Da ist mehr Platz für alle Fälle. Man weiß ja nie. So. Überführungsfahrt ist eingestellt. So, hier unten bist du nämlich fertig. Den Fan brauche ich nämlich später wieder oben. Das Ansehen kann ich löschen. Den Feldrandkurs.
kann ich löschen. Und Koban kann ich löschen. Von der Silagestation schicke ich dich jetzt hoch zum Hof. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Am letzten Wegpunkt oder Trigger warten. Okay. Ja. Soweit, so gut. Hier muss ich halt noch Ordnung schaffen. Wir haben heute das Feld 19 in Besitz genommen. Ich gehe gleich nochmal runter. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Wie das aussieht. Schön von oben. Ich will nur eben rapslos werden hier. So. Mach leer die Hütte. Es ist 8.46 Uhr in-game. 8:01 in-game habe ich die Zeit. Die Aufnahme begonnen ungefähr. Ja, das geht. Nur vom zeitlichen Aufwand. Ne? 46 Minuten für die Ernte von dem kleinen Feld. Da kann man mit leben. Und wir haben ja noch vieles zwischendurch gemacht. So, du bleibst hier stehen. Du bleibst auch hier stehen. Da wollte ich mit euch hin. So, ja, wir haben das Feld 19 in Besitz genommen. Einen schönen Feldrandkurs. Naja, so schön wie ich es hinkriege. Eingefahren und mit dem Grober das Feld noch ein bisschen vergrößert, noch ein bisschen mehr Fläche rausgeholt. Ist jetzt nicht mehr eckig. Sieht schon ein bisschen natürlicher aus. Also da könnte man auch einen Teich draus machen, ne? Ja, 50 Meter Wettkampfschwimmbahn. Nein. Nein, nein, nein. Das ist wieder Spinnerei. Ja. Nächstes Mal geht's weiter. Wir haben noch mehr zu tun. Wir werden durch den Verkauf von Raps und mit Soja dann richtig Kohle verdienen. Und ich noch im Augenblick, jetzt so gerade, habe ich noch keinen festen Plan, was ich da machen möchte mit dem ganzen Geld und so. Von daher lassen wir uns einfach das nächste Mal überraschen. Ich hoffe, es hat euch wieder einigermaßen gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Ist ja ganz wichtig, sage ich immer wieder, für jeden YouTuber, für jeden YouTube-Kanal. Die Daumen und die Abos halten den Kanal am Leben und motivieren den YouTuber. So, das war's von Ravenport für heute. Ich bin euer Shorty von der Test Area und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.